21. Tag im Herbst. Ja, eins. Ich hoffe, ich hatte nur ein Stiftchen. So, was bunkerst du denn hier schon wieder? Aha, Weizen, Essen. Ein Brief, ein Brief, ein Brief. Ich habe etwas Neues. Man nennt es automatischer Greifer. Das Ding kann ach, bei deine Mani. Kühe und Ziegen melken, deine Schafe scheren und gar das ganz allein. Das ist ein Luxusgegenstand. Deswegen nehme ich 15 Steuern dafür. Mani. Seit wann gibt es denn sowas? Ein Brief. Oh, von Emily. Ich krieg. Oh, wie süß. Guck mal, Jolo. Ich sollte mir langsam. Emily geschickt. Oh, Wolle, perfekt. Oh, Emily hat mir Wolle geschickt. Es fehlen so drei. Nein. Wolle fehlt auch. Na, oh, verdammt, ich hatte sie gerade in die Spinnmaschine gepackt. Ach, warum? Wir brauchen doch gar keinen. Doch, wir brauchen es für die Mühle. Ja, aber. Puffy hat ein halbes Herz. Puffy hat ein halbes Herz, Jolo. Und sehr schön. Alisa auch. Oh, das gehört doch nicht hier rein. Okay, ich, Sora darf die Ärztekisten nochmal sortieren. Und Mandy hat auch noch drei Herzen, geht's blenden. Jolo schon mal gegessen heute? Ich bin gerade dabei, meine Erfolge von gestern einzuräumen. Errungenschaften? Ja. Weil du ja sonst nichts machst. Psst. Nein, da kommt's nicht rein. Wozu? Da kommen Steine rein. Der unteren Reihe. Ja, die habe ich jetzt alle gerade bei mir, deswegen sind keine so, mehr. Okay. Weil hast ich aber auch Holz. Ach, das ganze Holz hast du auch geklaut? Ja, klar, weil ich doch gleich aufrüstet hier. Okay. Du sollst nicht aus die ganze Menge punktgenau rausnehmen. Ja, ja, okay, das merke ich mir. Keine Sorge. Oh, toll. Ich gieße hier und sehe, wie man noch weiß, was ist. Gut. Ah, hab mehr gerne dazu. Sicher? Ja. Na gut. 2, 7, 10 bei Mais. Ich habe 19 Mais geerntet. Und 10 mal Wein. Gut, komm. Mehr als du. Eindeutig, ich bin besser als du. Also, ich habe 8, 13, 14 Mais. 5 Weintrauben, 3 Brombeeren, 3 Pilze, 2 Waldpflaumen und 2 Haselnüsse. Die zählen nicht. Die zählen nicht, das ist Wildzeug. Aber das haben wir auch angepflanzt. Und? Trotzdem wild. Ja, gut. Oh, ich hab 20 Energie verloren, aber. So, jetzt kommt wieder. Die harte Arbeit des Tages. Meine Lieblingsbeschäftigung. Jeden Tag dasselbe. Ich bin froh, wenn wir alle möglichen, wenn wir die ganzen Dinger hier mit Iridium-Sprinkler haben. Oh ja. Weil dann, was machen wir da den ganzen Tag? Mine! Den Rest kannst du gießen. Ich hoffe, nein, du hilfst noch weiter. Gut. Ich hoffe, ja, wir kommen. Jetzt im Winter vielleicht schon mal die ersten Iridium-Sprinkler dran. Theoretisch sollte es klappen. Bauen können wir sie ja, glaube ich, jetzt beide schon. Ja, kann ich. Und das Iridium bekommen wir jetzt hoffentlich im Winter, wenn wir jetzt 120 erreicht haben, weil dann kommen wir an die andere Mine. Ja, gehst ja heute noch rein und machst die 120. Ich versuche. Es sind ja nur noch 5 Ebenen. So, ich habe kein Wasser mehr. Ich habe jetzt Feierabend. Ich gehe jetzt zur Robin. Robin und ja, du weißt was. Ja, viel Spaß. Und das Tolle ist, wenn wir das erste Mal in die Wüste fahren, kann ich da auch wieder angeln gehen. Oh, oh nö. Deine Zuschauer haben jetzt gleich alle ein Dislike dagelassen, deswegen. Willst du vielleicht noch 10 Weizen mitbringen? Oder haben wir noch 10 Weizen? Deswegen tust du was lieber alles, ne? Warum muss ich jetzt eigentlich deine Weizenfelder gießen? Weil ich oben alles gegossen habe. Noch eine Haselnuss. Mein Gott, was ist denn hier los? Die ganzen Haselnüsse überall. Die bauen die nicht mit. Vielleicht, weil wir lange nichts gesammelt haben.
Gut, kann auch sein. Boah, ich kann mich noch damals an Harvest Moon erinnern. Ich bin jeden Tag die ganze gleiche Strecke gelaufen und habe alles eingesammelt, was es gibt. Jeden Tag. Holt noch alles mit, was hier gerade rumsteht? Nehmt euch mal alles Holz mit. Jetzt angestellt. Boah, Robin ist heute. Robin ist nicht da? Ich streike. Geh arbeiten, Robin! Los, du Faulen! Wow! Los, geh arbeiten! Los, geh arbeiten! Ich streike jetzt! Ich streike jetzt! Ich klau mir mal bei dir aus der Kiste die Wurzelplatte. Was? Den Minengang. Ja? Du denkst, Winter. Wo ich jetzt hingehe? Der Minengang im Winter. Mach dir eine eigene. Ich könnte mir auch eine selber machen. Keine Winterwurzel mehr. Fest. Man braucht dafür eine Winterwurzel und die haben wir nicht mehr. Maro braucht eine Aubergine, okay. So, bla 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 bla. Hier gibt's nichts, wir müssen mal gucken, dass wir die Brücke fertigstellen. Was brauchen wir für die Brücke noch? Keiner gesehen. Naja, Gewächshaus, Brückenreparatur, Handwerksraum. Ach so, ja, der Wintersachen. Die Wintersachen fehlen uns noch. Dienstag ist, okay, die Alte ist auch nicht da, die Oma. Die Hexe. Hex. Ey, nichts gegen Omi. Bushaltestelle Stadt? Nee, Bushaltestelle. Mahlzeit. Hallo. Da ist deine Abigail. Weiß. Ständig muss ich auch mal wieder zu meiner Patzi gehen. Patzi, schenk mir ein Foto. Komm mir gleich, mein Schatzi. Jolo bring ich nicht mit. Aber... Hast du gehört, wie sie geschrien hat, juhu, nur weil du nicht mitkommst? Bin ich in der Mine und hab gar nicht auf mein Glück geachtet. Ich glaub, so viele Steine, wie hier gerade rumfliegen, ein großes Glück. Ah, so. Was? So ganz und einge... Hier ist mal ein YOLO. Eine Solar Essenz. Das Ding hier fangen, denke ich jetzt. So, das ganze Weiden, die ganze Ernte. Ach so, Bello muss ja auch noch wieder versorgt werden hier. Hallo Bello, mein Bello, hallo Bello. So, was haben wir denn hier? Hier kommt der ganze Mais rein. Die Weintrauben kommen. Da. Rein und die waren hier drin. Und die Pilze ebenfalls hier. Goodie, goodie, goodie. Auf geht's zu Emily. Würfel schenken? Ah. Mein Schatzi, ich komme. Abigail, geh aus dem Weg. Ich will zu meinem Schatz. Hau ich ab. Diamant erst gefunden. Pam, aus dem Weg. Pamela Anderson. Da ist noch auch Quest. Eins, zwei. Aubergine braucht jemand. Ja. Hab ich nicht. Maru. Aubergine müssen wir haben. Weiß ich nicht. Schatzi! Bös. Hey, weinerlich Wetter auf deinem Hof lief. Ist diesen Sommer großartig nicht? Ja, im Herbst aber okay. Du bist ein ausgezeichneter Bauer. Ich bin ausgetrocknet! Ja, ja, Pam, dann sauf ein. Hast du Pam schon ihr Hopfen gebracht? Weiß ich nicht. Dieses Geschenk ist fabelhaft. YOLO? Was hast du jetzt angestellt? 6 Herzen. Ah. Ich hab ihr die Wolle geschenkt. Die hat mir die Wolle geschickt und die hat daraus einen Stoff gemacht und den hab ich ihr gerade geschenkt. Sehr unglaublich, oder? Das war doch ihre Taktik. Ich hab ein Energieproblem. YOLO, das war ihre Taktik. Die liebt Stoffe. Deswegen schenkt sie mir Wolle, damit ich aus der Wolle Stoffe mache. Das ist eine Sache, aber wir hätten den Stoff eher verwenden sollen, um kein Schaf kaufen zu müssen. YOLO? Ja.
machst du wieder aus den Stoffen scharf? Wir könnten das für das Gemeindezentrum verwenden, Stoff. Ich darf doch sowieso ein Schaf holen, fertig. Ach so. Also das ist immer ein weniger das Problem, aber Emily ist langsam mal zur Hochzeit zum Altar bringen, das ist für mich relevanter. Na gut, der alte Kavalier schon wieder. So, ne? Ich brauche endlich mal eine Frau hier im Haus. Hier ist aber noch ein Zeiger. Und Zora? Zora ist deine Frau. Wäre mal interessant, hä? Heiratest du Zora mal im Spiel? Geht ja. Kann man dich heiraten? Nee. Nee, nicht schon nein, wieder. Nein! Apropos, wie viel brauchst du für diese Totems? Berge, Mann, Strand. Ich hab nur Berge und nur Strand. Auf die nächste Schade. Ebene. No, vor allem, ich kann dann wirklich. Das ist wirklich geil. Ich kann nicht in die Mine. Warum kannst du nicht in die Mine? Weil Zora meine Axt hat. Ach so, Spitzhacke, ja. Ich hast du auch selber noch gesagt. Ja, Spitzhacke. Die Axt habe ich selber schon. Ich bin die Axt im Wald. Kohle habe ich. Ah, es hat noch genug Platz. Weißt du was, Cola? Ja. Cola? Nicht Cola, sondern Kohle. Kohle. Hallo Eule. Oh, und früher ist sie nie so oft aufgetaucht. Auf jeden Fall nie so wirklich aufgefallen. Ja. Ah, schön hier unsere Felder laufen. YOLO. Was denn? Ah, nie solche Geräusche hier. Schreckst die Vögel. Oh, schreckst die Vögel. Was ist das denn? Nur noch 10 Energie. So, wir sind schon mal wieder so weit für Feierabend. Bin bisher auf keine Krähe getroffen. Ich hab ein Problem. Okay, ich hab 120 erreicht. Du hast immer ein Problem, YOLO. Ich hab eben nur 120 erreicht. Juhu! Ah, okay. Und ein Goldbarren brauchen wir. Oh, Fuch aktuell. Achso, ist dann direkt weg. Okay, sehr gut. Machen wir mal das. Scheiße! Hey, sagt man nicht. Macht man nur. Du hast den Gegenstand Schädelschlüssel gefunden. Du weißt nicht, wofür er ist. Aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Der Heiratsring. Du brauchst 5 Iridiumbarren und eine prismatische Scherbe. Mhm. Zora zu heiraten. Wann ist eure Hochzeit teuer? Sagt der, der andauernd unsere Sachen verschenkt. Keine Beweise. Das Zeug. Ich bin so erschöpft. Oh, ich könnte jetzt ganz gut ein Käffchen vertragen. Aber die Mine ist anstrengend. Ebene 120 ist ein schweres Eisen. Fertig mit Jammern? Ja. Das Erste. Heute schlafe ich in meinem Bett. Dort schläft man besser. Gute Nacht. Ist man in deinem Bett? Wow. Bin gleich da. Hättest du jetzt was umgeschaltet, ich hätte dich umgebracht. Hätte ich jetzt gemacht? Wenn du mir jetzt was im Weg gestellt hättest, das wäre jetzt nicht so produktiv gewesen. Ich bin nämlich komplett erschöpft. Oh. Okay, auf geht's ins Bett. Hallo Bello. Mensch, genau. Ich will ins Bett gehen und was macht Bello? Soll ich genau vor die Tür, vor das Bett setzen? In die Lücke da. Und damit haben wir den 23. Tag abgeschlossen mit 3800 Gold. Mehr ausgegeben als verdient, aber wir haben auf jeden Fall jetzt den Höhlenschlüssel für die Wüste. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut beim Panda vorbei. Bis dahin. Tschüss.